Okay, so welcome to my talk. Ja, willkommen bei meinem Talk. Mein Name ist Ange Albertini. Der Titel dieses Talks kommt von meinem Buch Visual Documentations. Da kommt dieser Titel Funky File Formats her. In diesem Talk geht es um Dateien und was sind denn so die üblichen Kategorien von Dateien? Es kommt darauf an, ob man ein Newbie ist, ein Developer oder ein Hacker. Normalerweise sind Leute nur daran interessiert, wie sich ein Fileformat vielleicht ausnutzen lässt und welche Schwachstellen es gibt, denn normale, gültige Dateiformate sind irgendwo langweilig. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber, dass die Farben sind hier ein bisschen komisch auf dem Projektor. Das soll eigentlich rot sein, aber gut. Das Problem ist, dass die Grenze zwischen gültigen und ungültigen Dateien nicht sehr gut definiert ist und man kann damit ein bisschen rumspielen. Also hier ist ein Beispiel. Hier haben wir eine gültige Datei und nur, dass ihr mal seht, welche gültigen Dateien wir heute haben. Es ist also ein normales JPEG-Bild, was wir hier haben. Das kennt vielleicht der ein oder andere, aber wenn... Es ist auch gleichzeitig eine Java-Datei. Warum eigentlich auch nicht? Das ist noch nicht sehr komplex. Aber man kann noch ein bisschen weiterspielen damit. Wenn man also zum Beispiel AES-Verschlüsselung auf dieses Bild anwendet, auf dieses JPEG-Bild, dann kommt da ein PNG-Bild raus. Das heißt, verschlüsselt mit AES und wenn man das jetzt mit Triple DES entschlüsselt, dann ist das Ergebnis eine PDF. Wenn man dieselbe Datei nochmal mit AMS, aber mit einem anderen Schlüssel verschlüsselt, dann bekommt man ein Flash-Video. Ich könnte da jetzt noch ein bisschen weitermachen und da richtig verrückte Proof of Concepts machen, aber könnte jetzt quasi den gesamten Talk mit dieser einen Datei füllen, aber das ist dann wahrscheinlich kein richtiger Talk mehr. Aber ich denke, ihr seid mittlerweile überzeugt, dass ich ein ganz normaler Kerl bin, der nur gerne ein bisschen mit Binärformaten rumspielt. Und vielleicht habt ihr meine Poster gesehen, ich erkläre da auch ganz gern, was das mit diesen Binärformaten auf sich hat. Da irgendwo auf dem obersten Stock hängt da ein Poster. Und ich spiele mit diesen Binärformaten rum und präsentiere das auch gern visuell auf diesen Postern. Und diese ganzen Poster könnt ihr übrigens auch kostenlos runterladen unter der Adresse, die ihr hier seht. Und da könnt ihr auch zum Beispiel dieses Bild auf einer Handyhülle bestellen oder ähnliches. Ja, irgendwie funktioniert jetzt mein Klicker nicht mehr hier. Gehen wir nicht zu sehr in die technischen Details, sondern ein bisschen zurück zu den Grundlagen. Reden wir ein bisschen über Kühe. Wie identifiziert man eine Kuh? Welche möglichen Wege gibt es, eine Kuh zu identifizieren? Natürlich können wir dann auch im Grunde das gleiche Identifizierungsmodell auf Dateien anwenden. Identifiziert man sie aufgrund ihres Kopfes oder aufgrund der Körperform, vielleicht aufgrund des Geräusches, die eine Kuh macht? Und wie ihr sehen könnt, auf dieselbe Art kann man auch Dateien auf verschiedene Art und Weisen identifizieren. In der Praxis sieht das so aus. Hier ist eine sehr frühe Methode, Dateitypen zu identifizieren. Also man schaut sich einfach den Kopf an. Das ist also eine alte französische Technologie, die wir hier sehen. Ich habe diese Guillotine selbst gezeichnet. Im Grunde, oder üblicherweise kann man den Dateityp aufgrund einer Signatur erkennen. Das ist meistens irgendein fester Wert, der an Offset 0 steht der Datei. Manchmal hat das eine Bedeutung, manchmal nicht. Aber meistens gibt es irgendwo so eine Art Magic Word an Offset 0. Wir haben hier zum Beispiel das Dateiformat ZIP, was auch in vielen anderen Formaten benutzt wird, zum Beispiel für JAR-Dateien und ähnliches. Manche Komprimierungsprogramme forcieren das, dass da an Offset 0 diese Signatur steht. Und bei PDFs ist das so, dass das Offset zwar auch an Offset 0 beginnen sollte, aber in der Praxis ist es so, dass es ausreicht, wenn es innerhalb der ersten 1024 Bytes der Datei steht. Und das können wir ausnutzen. Das heißt, wir können PDF-Files, es eignen sich da sehr gut dazu.
Ein wichtiger Punkt bei ZIP-Dateien ist auch so, dass es ZIPs sind im Grunde rückwärts geschrieben, also quasi von hinten nach vorne. Es gibt dafür ein paar sehr antike Gründe. Wenn man also eine ZIP-Datei auf mehrere Disketten verteilen muss, dann steht die wichtige Information auf der letzten Diskette und dadurch konnte man wie oft man die Diskette austauschen musste, minimieren. Und das Erste, was also von einer ZIP-Datei geprüft wird, ist also am Ende der Datei. Und das wird allerdings auch nicht immer berücksichtigt. Ich habe einen eigenen Talk über ZIP-Dateien, den ihr euch auch anschauen könnt, aber ein paar Dateiformate sind auch irgendwo hardwareabhängig. Meistens dann, wenn es irgendwo ein Stückchen Binärdateien gibt, die von einem bestimmten Chip zum Beispiel ausgeführt werden sollen, dann will man da nicht unbedingt einen Header haben. Zum Beispiel eine TAR-Datei, die fängt sofort mit den Daten an. Und vielleicht irgendwo weiter hinten existiert dann noch sowas Ähnliches wie ein Header. Also diese Formate haben quasi eine Ausrede, sie sind quasi an die Hardware gebunden und deshalb haben sie so ein Magic Word nicht. Eine gute Signatur sollte also an Offset 0 stehen und sie sollte irgendwo eindeutig sein. Also wenn man ein neues Dateiformat sich ausdenkt, dann bitte behaltet euch daran, denn ansonsten gibt es da vielleicht ein bisschen Konfusion mit anderen Dateiformaten. Und wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, wie ein normales Werkzeug funktioniert, das eine Datei verarbeitet, es checkt also diese Signatur und entscheidet sich dann für eine Ausführung, für ein Dateiformat und wird dann bei dieser Entscheidung bleiben und wird das nicht nochmal irgendwie neu erkennen. Und eine weitere wichtige Eigenschaft, die man auch für solche Exploits nehmen kann, man sieht eine Kuh, also da kommt vielleicht noch was hinterher, aber man sieht zunächst mal die Kuh. Und hinter der Kuh kommt aber, obwohl hinter der Kuh noch irgendwas anderes kommt, ist das immer noch eine gültige Kuh. Das heißt, egal was danach kommt, unabhängig davon, was danach kommt, man kann es erstmal als Kuh behandeln und egal was danach kommt. Und wenn diese Kuh irgendwo einen Terminator hat, also ein Merkmal, wo man sagt, das ist das Ende meiner Datei, dann kann man sagen, wir parsen nur bis hierhin und alles, was nach dem Terminator steht, braucht uns nicht mehr zu interessieren. Und mit dieser Kombination, dass die Signatur nicht immer an Offset 0 stehen muss und verschiedene Dateiformate auch tolerieren, dass danach noch was kommt, dann kann man, so wie die Bremer Stadtmusikanten, mehrere Dateien ineinander kombinieren und kriegt dann eine Datei, die aus mehreren Dateitypen besteht. Und hier haben wir also ein Jar Jar Bink Polyglot. Ich habe hier also ein ganz zufälliges Bild ausgewählt hier aus diesem Video. Man generiert also eine Bing-Datei und dann hängt man hinten eine Jar-Datei hinten dran, die im Grunde auch nur eine ZIP-Datei ist. Und aus diesem Grund ist eben dieses Jar Jar Bing Polyglot möglich. Ein anderer interessanten Polyglot ist, wenn man einen Parasiten. Wenn zum Beispiel unserem Kuh einen Frosch in der Hals hat, dann kann es froschisch und kuhisch sprechen. Wie eine andere weitere Sache ist, wenn man ein Kuh mit alles valid und alles gültig, allerdings, wenn die Kuh einen SD-Card schluckt, dann enthält zwar Daten, aber das ist immer noch eine gültige Kuh. Also als Beispiel, es gibt diese eine Datei, das war ein HTML5 und Java und ein Exe und ein PDF in der gleichen Datei, das war interessant. Und der Java droppt das Exe und das PDF droppt den Exe und das sind zwei verschiedene Infektionswege. Und ich habe die Datei selber gemacht und hier sieht man die PDF-Teil des Dokuments, das eigentlich in der Java ist. Es ist nicht nur Stapeln, sondern teilweise die Sachen, die eine Format in der andere gepackt. Also, da ist ein anderes Beispiel, der wird tatsächlich verwendet für Pest-Testing. Das ist ein gültiges Bild, man sieht es hier, und es ist auch ein valides JavaScript. Man nutzt einen Header, damit es startet ein JavaScript-Comment, und wenn der Comment fertig ist, also die Datei, dann kann man der JavaScript ausführen. Es gibt es auch in BMP für Pentesting. Also,
diese Sorte von Parasiten existiert auch in der Wildbahn, wie zum Beispiel in der Film. Und es nutzt einfach unbenutzter Platz in der Dateiformat. Als ich sagte, ich mache den PGTFO, das ist eine sehr schöne Publikation, sehr interessant, aber die Datei, es ist ziemlich cool zu lesen, aber die Datei selber ist auch ein Beispiel, wie zum Beispiel diese. Es ist auch ein ZIP und einen PDF. In der dritten Datei, das war eine gültige Radio-Nachricht, ein JPEG, ein PNG, wenn es verschlüsselt war, ein ZIP und ein PDF. Die Nummer 4 hier war ein valider TrueCrypt-Container, ein PDF und einen ZIP. Und ich habe es nur hergestellt. Und zwei Tage später wurde TrueCrypt abgekündigt. Nummer 5 war ISO, ein PDF und ein Flash. Also das erste ist der ISO-Booting, das ist ein Tetris-Spiel und das wird alles erklärt und es gibt noch ein Ding. Nummer 6 ist das Neueste, das ist aus letztem Monat gewesen, das ist ein TAR, ein PDF und ein ZIP und das ist ein der Beispiel, wenn man das öffnet mit einer Datei und es öffnet. Also, wenn man das nutzen würde mit einem Security-Werkzeug, man könnte das ausnutzen. Weitere andere Polygloten, Java, JavaScript, also man nutzt aus der Source-Parser von der Java-Compiler, das ist Java und JavaScript in der gleichen Datei. Man kann auch das Gleiche machen auf der Binary-Ebene und deswegen kann man sagen, dass Java gleich tatsächlich ist gleich JavaScript und ja, Management hatte es die ganze Zeit richtig. Now it's proved. Jetzt ist es bewiesen. Okay, so not so. Polyglots anymore. Es sind jetzt keine Polygloten mehr, sondern schon ziemlich interessant zum Mitspielen, weil auch coole Ergebnisse. Also wenn man zu große oder zu kleine Dateien, dann ist es ein Bypass-Filter. Also zum Beispiel, es gibt diesen einen Bauer, der dürfte keinen Schrein bauen und deswegen hat er einen riesen Tisch gebaut, weil dafür braucht er keinen Erlaubnis. Und wenn man das die andere Variante macht, man kann eine Datei machen, so ganz oben sieht man die komplette Datei, das ist eigentlich zu klein für eine Software zu denken, dass es korrekt ist und deswegen wir das nicht als PDF nehmen. Und damit kann man einen Sicherheitsscanner umgehen, weil es einfach zu klein ist. Also es ist zu klein, um ein Problem zu sein. Oder man kann genau das Gegenteil, eine Riesendatei, das ist zum Beispiel hier, das crasht einfach jeden Debugger, weil wenn sie versuchen, alles zu allokieren, funktioniert nicht. Schlimmer, alles wurde komplett ausgeführt. Auch wenn die komplett leer sind, nehmen sie Platz in der Memory. Allerdings, das ist zwar ein bisschen, nur ein paar Cycles, aber das ist ganz viele nichts. Und damit, es ist nicht nur langsam auszuführen, sondern man crasht die ganzen Analysewerkzeuge. Also jetzt haben wir gesehen, wie wir Dateien, also Dateisorten zusammenpacken und jetzt werden wir noch ein Parsing ausnutzen. Also wie parst man eine Cow, also eine Kuh? Also das hier ist, wie ein Nutzer ein Kuh ist. Und hier ist, wer hat eine Idee von einem, wie man eine Kuh parst? Also das ist, wie ein Dev eine Kuh ansehen würde. Also es gibt jetzt einen anderen Dev, der einen Kuh anders sieht. Das ist das französische offizielle und das andere ist das brasilianische Art, um eine Kuh zusammenzuschneiden. Die gleiche Datei, aber andere Wahrnehmung. Und ansonsten wäre es viel zu einfach. Also das funktioniert auch mit Kuh, nicht nur mit Rechnern. Wie man sieht, die gleiche Kuh kann auf verschiedene Art und Weise gesehen werden. Und also das Head bleibt immer noch das Head, glücklicherweise. Aber die Standards sind unterschiedlich. Also wenn man das ausnutzt, man kann eine PDF erstellen,
der drei verschiedene Trailer hat. Trailer definiert den Wurzelelement und das ist die gleiche Datei. Und mit drei verschiedenen Viewers sieht man drei völlig unabhängige Bilder, zufällige Bilder. Also der eine ist Chrome und der andere ist neue PDF-Reader. Die respektieren nicht den Standard wie Adobe und deswegen sehen sie in komplett andere Daten. Also eine Datei, aber drei verschiedene Dokumente und die anderen Reader sehen andere Dateien. Also sie nehmen nicht die Konditionen wahr. Andere Variante, also hier, das ist eine Ausnutzung von einem Feature. Das ist ein PDF von einem, also man sieht der eine Datei, aber wenn man das ausdruckt, ist das ein ganz anderes Ausdruckformat. Man sieht es hier. Und das ist nicht Glück, also das, der Standard, es ist Teil der Standards, das nicht so bekannt ist, weil, also das ist Obfuscation, das ist nicht Sicherheit durch Unsichtbarkeit, sondern das PDF ist sehr komplex und nicht jeder nutzt das alles, das ist alles nicht unbedingt sicherheitsorientiert. Oder es gibt hier eine Präsentation, das ich letztes Jahr vorgestellt habe, das war meine erste Binary Inception. Die gleiche Datei war ein PDF-Viewer und ein PDF-Slide. Also die Datei hat sich selber gezeigt und die Leute haben den Slides geguckt, aber sie haben gleichzeitig den Demo von der Player gesehen. Das war auch eine Java-Datei und eine JavaScript mit Mario, weil warum nicht? Und die gleiche Datei, wenn man das in verschiedene Viewers zeigt, dann hat man völlig verschiedene Dokumente, wie man das hier sieht. Also, wenn man alles kombiniert in einem, und das hier war nicht per Hand geschrieben, sondern generiert. Also das ist ein Make-File, der das alles zusammen kombiniert. Das ist nicht, ich mache das per Hand. Und wir wollen alles, dass alles kompatibel ist. Ein weiteres Problem, das für Sicherheit allgemein ist, dass es gibt unerwartete Parsers. Also ich weiß nicht, was er, also jemand hat ein Problem gefunden, ja, Strings-Kommentare, und man würde nicht erwarten, dass Strings die Werkzeuge zum Crashen bringen. Also es sollte nur Strings gucken, aber nein, es ruft einen Parser und es war exploitable und der hat das jetzt mit less gemacht und es sind nicht nur verschiedene Parser, aber es gibt auch Parser in unerwartete Stellen. Von daher würde ich sagen, lasst nicht Strings oder less auf unbekannten Dateien laufen. Weil man weiß nicht. Insbesondere, weil, naja, wer hat mein Slice geöffnet? Weitere Daten über Metadata. Ja, es gibt also einen chinesischen String und dann denkt man, na gut, das ist chinesisch oder nordkoreanisch. Also reden wir über Kühe und Metadaten. Also weil man die einzelnen Kühe vielleicht nicht gut erkennen kann, werden die dann halt gebrandet. Aber diese Brandings können eben auch gefälscht werden oder man kann sie eben auch in andere Symbole einbauen. Also man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass die nach was anderem aussehen und das bedeutet, dass es schwierig ist, den Autor zu finden. Ja, und wir haben also so ein echtes Branding Iron Proof of Concept gebaut, aber wir konnten das nicht an einer echten Kuh ausprobieren. Also, ja, wir haben also hier tatsächlich einfach nur zum Vorzeigen so ein Branding Iron geschmiedet. Ja, und jetzt gehen wir also zu Krypto-Sachen von Dateiformaten. Und das Wichtige ist, wenn man normalerweise eine Datei verschlüsselt, dann denkt man normalerweise, dass das Ergebnis verschlüsselt ist, also zufällig aussieht. Und man denkt also normalerweise sieht das zufällig aus, aber man hat in der Einführung schon gesehen, dass das nicht immer stimmt und das Ergebnis von Verschlüsselung kann also auch valide sein.
Das heißt, also es gibt ja auch eine andere Präsentation mit den ganzen Details, aber wir schauen uns das jetzt hier mal an. Also schauen wir uns mal zwei unechte Dateiformate an. Wir haben also ein Datendateiformat und ein Textdateiformat. Und die wichtige Eigenschaft ist, dass es also hier einen Terminator gibt, also einen Endmarkierer. Das heißt, man darf an Data beliebige Daten anhängen und Text erlaubt eben auch Kommentare. Das heißt, sobald das Quellformat angehängte Daten erlaubt und man an das andere Format Dinge anhängen kann, dann kann man also diese Technik hier anwenden. Also wenn man kann die Daten hier verschlüsseln und man kriegt im Allgemeinen irgendwie zufällige Daten. Man kann nicht gleichzeitig kontrollieren, was man im Eingang und im Ausgang hat. Also AES ist nach wie vor nicht kaputt, zumindest nicht, dass ich das wüsste. Aber AES ist nur anwendbar auf Blöcke, es ist ein Block-Cipher. Und wenn man mit einer Datei arbeitet, dann braucht man also so einen Modus für AES. Und üblicherweise benutzt man hier also zum Beispiel ECB und man kann aber den Pinguin noch erkennen. Man sieht also, okay, das ist schlechte Verschlüsselung. Wenn man so einen Modus benutzt, der also nur jeden Block benutzt und unabhängig verschlüsselt, dann kriegt also derselbe Block immer dieselben Ergebnisse und das ist also keine gute Verschlüsselung. Und einer von diesen Modi, der ECB-Modus, der benutzt also noch einen zusätzlichen Parameter, den Initialisierungsvektor. Da nimmt man also den Initialisierungsvektor und macht XOR mit dem ersten Plaintext-Block. Und das bedeutet, wenn man dann das zusammenbaut, dann bekommt man den ersten verschlüsselten Block. Man kann das aber auch rückwärts machen und XOR dann natürlich auch rückwärts ausführen. Das heißt, wenn man den Plaintext von dem ersten Block findet, dann kann man den Initialisierungsvektor so basteln, dass dieser Block so aussieht wie der Block, den wir erreichen wollen. Das heißt, wir können den einen Output-Block kontrollieren und den Rest, den können wir nicht mehr kontrollieren. Aber immerhin. Also jetzt können wir uns einen Initialisierungsvektor bauen, sodass der erste Block in irgendeiner Art und Weise valide ist und wir haben Kontrolle also wenigstens über irgendwas. Na gut, und den Rest, den können wir nicht mehr kontrollieren, der ist zufällig, das ist das Ergebnis von AES, aber wir können es eben nicht mehr manipulieren. Also was wir jetzt machen ist, wir benutzen das Kommentar-Feature von dem Textformat, von dem Zielformat, sodass also der Initialisierungsvektor einen Kommentar anfängt, sodass der Rest also ignoriert wird. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen Initialisierungsvektor, sodass da Text drin steht und dann Beginn eines Kommentars. Und wenn wir jetzt diese Datei nehmen und einfach den Kommentar zumachen und die Daten, die wir sehen wollen, anhängen, dann ist die Datei korrekt und sie ist äquivalent zu dem der Datei, die wir als Ergebnis von der Verschlüsselung haben wollten. Und wenn wir das jetzt benutzen und entschlüsseln mit demselben Verschlüsselungsvektor, mit demselben Initialisierungsvektor, dann kriegen wir eine Datei, die genauso aussieht wie das originale Datenformat und irgendwas zufällig, was wir nicht kontrollieren, aber es ist nach dem Endterminator, das heißt, es wird ignoriert. Das heißt, wir haben jetzt im Wesentlichen das, was wir ursprünglich haben wollten und aus der Parsing-Perspektive ist das eben jetzt genau die zwei Dateien, die wir haben und das ist genau der Trick von dieser Encryption, die ich also zum Beispiel in der Einführung benutzt habe für die PDFs, die wir gesehen haben. Und wenn ECB also jetzt nur für den einen Block funktioniert, dann können wir also tatsächlich diese Datei verschlüsseln in diese andere Datei, weil wir den Initialisierungsvektor kontrollieren. Aber es ist tatsächlich verschlüsselte Datei, denn es ist ja mit AES verschlüsselt und AES ist ja auch als sicher eingestuft. Und CBC ist also nicht kaputt wie ECB und man könnte das also in gewisser Weise als sichere Datei ansehen.
einfach nur, weil wir hier die angehängten Daten kontrollieren können. Also schauen wir uns die Dateien vor und nach der Verschlüsselung mal an. Und das kannst du auch zu Hause ausprobieren, mit OpenSSL zum Beispiel. Wenn sie das machen möchten, mit zum Beispiel für ihre Kinder oder eure Freunde. Also ich lasse euch das mal ausprobieren. Also eine andere Polyglotte-Datei, hier ist also ein bisschen eine künstlerische Repräsentierung. Viele Parser schauen sich also nur den Inhalt an. Die gucken sich also nur den Inhalt an, die gucken aber nicht vorne dran. Die sagen, das ist also eine JPEG-Datei. Und dann gibt es halt zum Beispiel diese Datei, die ist gleichzeitig JPEG, ZIP und PDF. Und das PDF zeigt ein Bild an, JPEG ist das Bild und ZIP hat andere Inhalte. Aber es ist der Inhalt ist nur einmal in der Datei vorhanden. Das heißt, das wird also quasi nur durch den Header kontrolliert, dass also alle auf dieselben Inhalte zeigen. Man kann es jetzt hier nicht wirklich sehen, aber man hat hier im Wesentlichen das Dateiformat von JPEG, PDF und ZIP. JPEG fängt als erstes an, weil es das benötigt, und dann kommen die Bilddateien. Also die ZIP-Dateien. Okay, different one. Ja, also das ist eine andere. Hier gibt es ein Bild von einer Katze als Proof of Concept. Das ist eine unkomprimierte BMP-Datei. Die BMP ist ganz witzig in der Hinsicht, dass man eine Bitmaske für jede Farbe angeben kann. Das heißt, wenn man das einfach durchsichtig macht, dann hat man 16 Bits freien Platz, den man nutzen kann. Und man hat also 16 Bits, die man kontrollieren kann. Naja, was kann man damit machen? Na, man kann zum Beispiel Sound mit einbauen, sodass man also die Bilddatei abspielen kann. Ernsthaft. Also ich werde jetzt die Demo nicht machen, weil da werden eure Ohren explodieren. Also ich könnte es, aber es wäre vielleicht nicht ganz lustig. Also man kann dann Musik einbauen in die BMP-Datei. Also man kann da tatsächlich das nicht direkt in einem Soundplayer öffnen, weil es nur PCM-Daten sind. Aber wenn wir die Daten in einem Bild einbauen, sodass wir das als Sound abspielen können, dann haben wir genau diese Situation, dass man das Bild als Sound abspielen kann. Also vergesst nicht, eure Lieblingsbilder auch in einem Soundplayer zu öffnen. Philipp Dewan actually did further, and he did Philipp hat das hier gemacht mit drei Channels, also man sieht hier unten die Spektraldarstellung von der Sounddarstellung, die in diesem Bild eingebaut ist. So this is image and this is sound. Das ist also Bild und Sound. Okay, another kind of artistic files. Weitere Art von künstlerischen Dateien. Diesmal haben wir mehrere Köpfe vom selben Typ für den gleichen Filekörper. Und die Daten müssen nicht mehrfach da drin enthalten sein. Man kann die also einmal darin in der Datei halten und wird sie eben dreifach interpretiert. Und hier ist wieder unser RGB-Bild. Und ich zeige das jetzt mal hier live. Wo habe ich die Datei? Da ist das Bild. It's a PNG picture. Das ist ein PNG-Bild und das ist, hier ist das RGB-Bild. Im Grunde, die Daten bestehen aus Gruppen von jeweils 3 Bytes mit einer rot, grün und blau Farbinformation. Und der Trick bei diesem Bild ist, dass wir... Does it work? Yes, that works. Funktioniert es? Ja, sieht so aus. Wir haben hier eine zufällige Palette hinzugefügt und im Grunde ist der Trick, dass wenn ihr in den Bilddaten eine Palette habt, dann ist jedes Byte letztendlich ein Index in diese Palette und jeder RGB-Wert wird so modifiziert, dass er auf genau eine Farbe in der Palette passt. Und dann ist es ein gültiger RGB-Wert, aber auch ein gültiger Wert für diese Palette. Und
Damit könnt ihr ein zweites Bild in denselben Daten und denselben Palettendaten des ersten Bildes haben. Also hier ist das Bild. Das heißt, wir haben hier einen Barcode in das Bild eingefügt, also einen QR-Code mit einem weiteren Code innen drin. Und je nachdem, welchen Reader ihr benutzt, seht ihr entweder also das eine oder das andere. The danger is also if you scan Wenn man das einfach so mit einem Programm zum Beispiel abfotografiert, dann sieht das Programm zunächst den kleineren Barcode. Und wie man sieht, funktioniert das besser, wenn man eine weiße Linie da drumherum hat, denn dann kann man es ein bisschen besser erkennen. Ansonsten, ihr könnt das ruhig mal abscannen. You can trust me. Ihr könnt mir ruhig vertrauen. Okay. I also worked ich habe auch ein bisschen gearbeitet mit berühmten Kryptografen und wir haben eine modifizierte Variante von SHA-1 produziert. Also SHA-1 mit allen Runden. SHA-1 hat aber normalerweise nur 5 Konstanten, von denen man 4 modifizieren kann. Sieht also so ähnlich sicher aus wie SHA-1, aber wir können es in gewisser Weise kontrollieren und können Kollisionen damit provozieren. Die Kollisionsregeln sind relativ komplex und das ist, was man dabei rausbekommt. Man hat also hier zwei Blocks. Die Regeln dazu sind ein kleines bisschen kompliziert. Man darf also höchstens 3 nacheinander folgende Bytes haben, die keine Differenz aufweisen. Und in jedem Doppelwort dürfen nur die mittleren beiden Bytes keine Unterschiede haben. Und das dauert eine Weile, das zu berechnen. Aber hier haben wir eine modifizierte SHA-1-Kollision. Es ist nicht übermäßig beeindruckend. Und meine Aufgabe war also, das Ganze so ein bisschen zu missbrauchen und in ein gültiges Dateiformat reinzubringen. Und JPEG hat die nette Möglichkeit, JPEG hat eine sehr kurze Signatur und danach kommen diverse Marker, die wir alle gültig lassen und dann missbrauchen wir das ein bisschen, indem wir 2 Bilder zu einem kombinieren. Und da, wo die Fragezeichen stehen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber wir können am Ende können wir was einfügen, also alles, was nicht zu lang ist, können wir da einfügen. Und this length that was das heißt also, hinter diesem Ende von diesem Block, den wir hier nicht kontrollieren, können wir den Beginn des nächsten Bildes einfügen. Und damit kann man eben 2 zufällige Bilder, die zufälligerweise eine SHA-1-Kollision haben, in eine Datei stecken. Und das funktioniert mit ganz vielen verschiedenen JPEGs beliebiger Größe. Und das war gerade vor dem Finale übrigens. Das ist aber nur ein Zufall. Das Problem ist, dass dieses Backdoor, damit kann man nur eine Kollision erzeugen, nicht so viele, wie man gerne möchte. Aber interessant ist natürlich, wenn man diese Kollision in eine Multitype-Polyglot-Kollision erweitern kann, sodass man nicht nur verschiedene Dateitypen reinstecken kann, sondern auch mit mehr als 2 Dateien und auch mit mehreren Dateitypen. Und da haben wir doch ein bisschen mehr Flexibilität. Also es ist nichts, wir haben hier nichts, keine Verschlüsselung gebrochen oder ähnliches, aber es ist eine ganz interessante Geschichte in diesen Dateiformaten. Okay, ihr kennt vielleicht den Pony Award, da gibt es verschiedene Kategorien und eine dieser Kategorien ist für das beste Lied. Ich bin nicht sicher, was das genau mit Poning zu tun hat, aber hier ist der Gewinner des Pony Awards. Öffne das mal hier. So, ich habe eine PDF gemacht mit einem Bild mit einem Pony und da sind auch, ist auch ein Songtext mit dabei. Aber bin nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich tun sollte, aber ich hoffe, ich habe hier Sound. Was? Das ist also eine Nintendo-Musik. Typische 8-Bit-Musik, die hier als Polyglot in einem PDF versteckt ist. Warum hat es auf einmal aufgehört? Ich weiß nicht, aber. Das ist ein Proof of Concept. Man hat also das Bild, den Sound und auch den Songtext. Und ich bin nicht ganz sicher, warum das hier so schnell abspielt, aber. So
So obviously never forget to open your PDF in your favorite. Das heißt, ihr solltet auch alle PDFs, die ihr habt, mal versuchen, in eurem Lieblings-NES-Emulator zu öffnen. Ich habe da noch einen Schritt weiter gegangen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese, an dieses Bild, an diese Anzeige hier, wenn ihr alt genug seid. Ich bin zu jung, aber auf eine ganz ähnliche Art und Weise, wie ihr vielleicht schon erahnt, das ist ein PDF-Dokument und dieses PDF-Dokument ist auch gleichzeitig ein gültiges Super Nintendo-ROM und auch ein Mega Drive-ROM. With the offending logos up there. Mit diesen Logos oben. Okay. So, I still have plenty of time. Ja, ich habe noch jede Menge Zeit, oder nicht? Ja. Yeah, I don't know. Well, let's. Oh yeah. Do I do the bonus first? Soll ich noch ein bisschen Bonusmaterial zeigen erst, oder? Oh yeah. So another one. Also hier ist noch was Schönes. Oh yeah. Well, I'll do the conclusion. I can do the conclusion. Oder the bonus ich mache erstmal so die Zusammenfassung. The conclusion. Don't forget what you learned today. Vergesst nicht, was ihr heute hier gelernt habt. Open your PDFs in a hex editor. Öffnet eure PDFs in einem hex editor, eure Bilder in einem audio player, eure Dokumente in einem Konsolenemulator. Verschlüsselt und entschlüsselt alles und prüft lieber alles, was ihr ausdruckt, nochmal doppelt nach. So, a more serious. Aber ein etwas ernsthafterer Rat für heute. Aus Sicherheitsgründen, tut nichts. And for research reason, und try everything. Aus Gründen der Forschung, tut alles. If you say that you got something, stop the marketing and just stop blaming people. Wenn ihr da also irgendwas gefunden habt, dann beschuldigt nicht andere, dass sie geohnt wurden, denn meistens wollen diese Leute wirklich nur irgendwie eine Sicherheitslösung verkaufen. That's annoying to see all the people. Oh yeah, we hacked this, but das ist ein bisschen nervig, dass wenn alle Leute mal behaupten, ja, wir haben das und das gehackt, aber sie können es nicht beweisen. Und all diese Proof of Concept, die wir heute hatten, die sind übrigens öffentlich, könnt ihr auf meiner Webseite finden. Ernsthafter noch, also was diese File-Formate angeht, es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Spezifikationen so ein bisschen zu verbiegen. Und die Spezifikationen selbst sind auch manchmal falsch oder ein bisschen, ja, deuten so ein bisschen in die falsche Richtung. Niemand erhebt jetzt die Stimme und sagt, wir wollen jetzt mal ein sicheres ZIP-Format einführen. Das heißt, im Grunde die Leute, die damals mal die Spezifikationen geschrieben haben, denen folgen wir eigentlich blind. Und wann immer irgendwie ein Exploit dafür bekannt wird, dann gibt es natürlich eine Reaktion aus der Sicherheitscommunity, aber niemand sagt, wir machen jetzt erstmal sicherer und niemand zwingt dann die Leute auf einmal nur noch ein sicheres ZIP-Format oder ein restriktiveres Format zu nutzen, was aus Sicherheitsgründen besser wäre. Professional product, but meistens it's beschränkt really sich darauf, dass dann eine bestimmte Firma irgendein angeblich sicheres Produkt vermarkten will, aber es ist dann keine öffentliche Geschichte und die Formatspezifikationen beinhalten das alles nicht. Usually are really Spezifikationen sind üblicherweise ziemlich, ja, ein bisschen konfus manchmal. There are very few public parsers and even sehr wenige öffentliche Parser und wenige Parser, die wirklich das Dateiformat auseinandernehmen und alles begreifen. Humanity goes in the wrong way as usually. Mankind. Und natürlich bewegen wir uns da eigentlich auch irgendwo in die falsche Richtung. Das heißt, Standardwerkzeuge wie Office oder Adobe Reader haben eine sekundäre Art, eine Datei zu parsen. Wenn sie nämlich erkennen, dass eine Datei nicht gültig ist, dann versuchen sie trotzdem noch, die Datei auf eine andere Art zu parsen, um vielleicht noch irgendwie was zu reparieren. Und wenn dann was Richtiges rauskommt, dann wird das eben einfach angezeigt. Und das heißt, diese Programme gehen auch mit Dateien um, die eigentlich nach der Spezifikation gar nicht gültig sein sollten. Und aus Sicherheitsüberlegungen ist das natürlich sehr, sehr schlecht. Und es gibt auch verschiedene Parsing-Modi, zum Beispiel in WinRAR, wenn es eine Datei anzeigt und wenn es eine Datei extrahiert. Das sind zwei verschiedene Arten, wie WinRAR dann die Datei interpretiert. Das heißt, was man in der Vorschau hat, ist nicht unbedingt das, was man dann auch wirklich extrahiert. Aber das war so ein sehr allgemeiner Talk nur über die Möglichkeiten. Wenn ihr an den technischen Details interessiert seid, dann schaut euch mal meine anderen Talks an. Thanks a lot to everybody. Vielen Dank an alle hier.
Ich habe noch ein paar kleine Schmankerl für euch, aber vielleicht erstmal habt ihr irgendwelche Fragen. So, if you got any questions, please line up at the microphone. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt euch bitte an den Mikros auf. Fangen wir doch mal hier an. From your experience, do you think it is possible to write a file parser, einen File-Parser zu schreiben, der something as seemingly sauber einen GIF-File entwickeln, also lesen kann, und irgendjemand hat gesagt, nee, Google hat gesagt, wir können es nicht. Und sie wollten die, also wenn sie eine Datei zeigen wollten, wollten sie das ein bisschen putzen, und sie haben das geändert, und jetzt funktioniert es in einem anderen Sicherheitsmodus. Kann man so einen Parser schreiben, also einen Parser, der eine saubere Version von einer Datei macht? Ja, die Leute versuchen das natürlich, ich selber versuche es nicht. Ich hätte gerne, dass die Spezifikationen ein bisschen vernünftiger wären, aber ich weiß nicht, ob es da eine formale Möglichkeit gibt, das zu tun. Was ich immer wieder sehe, ist, dass wenn es irgendwo steht, dass dieser Buffer soll unbedingt null sein, dann sagt eigentlich kein Parser, wenn da nichts null drin steht, dann breche ich sofort ab. Und also kein Parser ist wirklich so streng, die meisten lassen das durchgehen. Okay, dann Mikrofon 1, please. Okay, Mikrofon 1. So what would your concise advice be for someone? Was wäre dein kurzer Hinweis für jemanden, der mit Binaries anfangen will? Also Zeugs mit Bin Headers, prüfen, dass es kein Müll am Ende ist. Das kommt zunächst mal darauf an, ob dein Dateiformat irgendwie aus Pointern besteht oder ob es von einem Betriebssystem ausgeführt werden soll oder ob es nur solche Strukturen hintereinander enthält, wie zum Beispiel Bilddateien. Aber für solche Betriebssystemdateien ist es sehr schwer, das zu erzwingen, denn der Loader, der entwickelt sich natürlich auch weiter, und ja, alle, jeder interpretiert die Sachen auf seine eigene Weise, und am einfachsten ist es noch mit Dateien, die reine Daten enthalten, denn bei ausführbaren Dateien, dann gibt es normalerweise einen Loader, aber wenn man natürlich sollte man sich das auf Betriebssystem beschränken, dessen natives File-Format das ist, denn Elf Parser schreibt nicht jeder selbst. Hi, danke für den Talk und danke für Bock und GTFO. Wo kann ich diesen Präsentation finden und mit wie vielen Programmen soll ich die probieren? Ja, das lasse ich euch mal selbst rausfinden. Okay, yeah, there are a few extra spoilers in POC GTFO, but I have my. Es gibt ein paar extra Spoilers, aber ich versuch's mal selber. Du hast gesagt, dass in der PDF-Specs es gibt zwei verschiedene Parsers, eins zum Drucken und eins zum Sehen, aber das klingt wie eine schlechte Idee. Deswegen, warum ist das? Sind das die solchen Grund? Ja, es sind nicht wirklich zwei Parser, es sind. It's for what you the requirements of the screen or the Anforderungen von einem Bildschirm und einer ausgedruckten Seite sind halt unterschiedlich. Das heißt, man kann da bestimmte Teile ausblenden. Es ist halt Teil der Spezifikation. Das heißt, das, was beim Drucken rauskommt, ist eigentlich das Richtige, das Offizielle, wenn man so will. Das heißt, man kann also verschiedene Schichten haben, und eine dieser Schichten kann zum Beispiel nur für das Anzeigen sichtbar sein und das andere für das Ausdrucken. Und die Leute können das normalerweise nicht an- und ausschalten. Das heißt, man kann das so ein bisschen ausnutzen. Und vor ein paar Tagen habe ich zufällig herausgefunden, indem ich mir eine PDF angeschaut habe, dass der Browser Chrome unter Linux ein paar Parameter ignoriert und dann beim Drucken was anderes rauskommt. Ich habe aber nicht die Zeit gehabt, das noch weiter zu verfolgen. Aber das, was auf dem Bildschirm erschienen ist, war auf jeden Fall anders als das, was dann anschließend rauskam. Microphone 3. Yeah, thanks again for the talk. And nochmal danke für den Talk, und ich habe eine Frage. Also, wie hast du da diese ganzen Möglichkeiten gefunden? Über den Parser und was man ausnutzen kann, und hast du einfach die Specs gelesen und gesehen, hey, da kann ich was addieren, da kann ich kommentieren und das kann ich nochmal kombinieren, oder hast du nur getestet? Das ist so Teil von meinem normalen Workflow, wenn ich also an ich lese eigentlich die Spezifikationen, aber gerade genug, dass ich die Datei manuell erstellen kann und
auch auf eine klare Art und Weise erklären kann. Und ich will natürlich auch, dass der da klein ist. Und das muss ich natürlich auch wissen, warum jedes Byte da ist. Ansonsten könnte ich das Byte auch weglassen. Dann passt das die Datei besser auf den Poster. Und deshalb erzeuge ich diese Dateien händisch. Und ich habe natürlich die volle Kontrolle über den Inhalt dieser Datei. Und deshalb konnte ich auch zum Beispiel Java und PDF mixen. Denn letztendlich ist alles irgendwo in x86 Assembler geschrieben. Und dann kann ich ein bisschen damit rumexperimentieren und kann probieren, was passiert, wenn ich diesen Pointer hier verändere oder wenn ich den Inhalt dieses Buffers verändere und dann stürzt das Programm vielleicht ab oder ich bekomme ein anderes Ergebnis. Aber ich forsche nicht wirklich an Schwachstellen der Formate, sondern ich versuche einfach zu verstehen, wofür jedes Byte da ist, um das eben auf eine klare Art und Weise auf den Poster bringen zu können. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch jeden Aspekt der Datei manipulieren und dann passiert eben genau sowas. Viele von diesen Sachen habe ich auch zufällig entdeckt, indem ich zum Beispiel in verschiedenen Viewern aufgemacht habe und einer davon ist dann abgestürzt. Aber ich suche da nicht aktiv danach und suche nicht nach Schwachstellen in den Parsern. Also ich lese immer nur genau den Teil der Spezifikation, den ich für mein begrenztes Verständnis davon brauche und ich gehe nicht durch alle Teile der Spezifikation durch. Okay. Danke. Then we've got a question from the internet. Yeah, this question is actually two questions. Diese Frage ist in zwei Fragen oder eine kombinierte Frage. Jemand will wissen, was oder gibt es Countermeasures, also Gegenmaßnahmen um diesen ganzen Sachen zu finden und vermeiden? Welche Gegenmaßnahmen es gibt und ob jemand das, also eine Datei auf diese Art und Weise manipuliert hat? Ja, man kann natürlich prüfen, ob zum Beispiel hinter dem Ende noch irgendwelche Daten stehen. Und es ist natürlich ein Problem, dass man könnte überprüfen, ob ein Buffer sehr groß ist und von nirgendwoher referenziert wird. Ich denke da so ein bisschen an das Flash-Format. Da gab es mal einen Sanitizer für Flash-Formate, der im Grunde das Flash-Datei eingelesen hat und dann nochmal sauber weggeschrieben hat, aber das hat irgendwie niemand war so richtig interessiert daran. Es war ein voll funktionsfähiges Tool, aber die meisten Leute wollen einfach nur die Datei öffnen und im Grunde sollte diese ganze Arbeit auf der Ebene der Spezifikation erledigt werden und kein extra Tool erfordern. Das heißt, es gibt zwar schon einige Gegenmaßnahmen, aber selbst wenn die gut gemacht sind, dann benutzen die Leute die normalerweise nicht. Hast du schon mal getestet, wie deine Datei sich verhält in einem forensischen Umgebung mit bestimmten Tools? Habe ich nicht wirklich probiert. Ich habe ein paar lustige Resultate gehört mit verschiedenen Tools, aber ich versuche das auch nicht selber aktiv. Ich erwarte eigentlich Überraschungen, denn wenn ihr meinen letzten Talk gesehen habt, der sich ein bisschen, da hatte ich eine ZIP-Datei, die auf vier verschiedene Art und Weisen geparst wurde, je nachdem, welches Werkzeug man benutzte, aber auch das probiere ich aus Zeitgründen nicht selber aktiv. Denkst du, wir müssen zur Raw- und Plaintext-Dateien zurückführen und ASCII als Repräsentation? Nein, absolut nicht. Aber es ist halt einfach nur so, dass wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man eine Spezifikation hat und die Spezifikation sagt, dass dieser Bereich ist reserviert und soll 0 sein, dann wird kein Parser sagen, irgendwas stimmt hier nicht, weil da nicht 0 drin steht. Vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch, aber sobald da ein Feld drin ist, dann kann ich ja eigentlich alles Mögliche da reinschreiben. Solange ich einen Buffer allokieren kann, kann ich alles Mögliche da reinstecken. Im Grunde sollten wir da nicht zurück zu Plaintext-Dateien gehen, aber es schadet vielleicht nicht, ein paar bestimmte Sachen zu erzwingen. Das heißt, man sollte also wirklich ein Review durchführen, zum Beispiel von Spezifikationen, bevor diese veröffentlicht werden. Ja, ich habe noch ein paar kleine Extra-Dateien hier, die ich vielleicht noch zeigen kann. Okay, kommen zum Bonus-Level. Dieser Talk hier war eigentlich nur in, diese Textdatei war eigentlich nur in ASCII, aber gleichzeitig war es auch ein PDF und TAR-Polyglot, deshalb der Fahrplan hat blöderweise all diese extra Zeilen entfernt und dann war es wieder die Standard-Textdatei. Aber das ist der Dateiname von diesem TAR-Archiv hier.
Solar Designer hat eine tolle Keynote-Rede vor ein paar Monaten mal gehalten. Und seine Keynote, der Titel der Keynote war Ist InfoSec ein Spiel? Und die Keynote war ein Spiel. Und dafür hat er eine alte Engine benutzt. Er hat ein paar sehr nette Grafiken da drin gehabt. Vielleicht erkennt der eine oder andere da was von. Die ganze Keynote war also ein Spiel, das er durchgespielt hat. Und er hat die ganze mit diesem Spiel interagiert. Ihr seht vielleicht dieses Go-to-Fail, Peak, Poke, Exploit und Patch. Es ist ein bisschen schwierig für Leute, das zu genießen, denn das Spiel läuft eigentlich nur in einer DOS-Box und die Leute wissen nicht so richtig, was sie da machen müssen. Also nicht jeder hat die Zeit dazu. Also hat er Screenshots davon gemacht und ich habe dann eine PDF geschrieben, die all diese Screenshots enthält in ihrer Originalauflösung, und wir haben die eigentlichen Spiele damit reingesteckt, sodass man die Spiele aus der PDF heraus starten kann, weil wir es konnten. Also das ist eigentlich eine tolle Art, alles in eine einzelne Datei zu verpacken. Quines sind sowas Künstlerisches. Ich mache da nicht sehr viel damit, aber ein Quine ist eine Datei, das, wenn ausgeführt wird, seinen eigenen Quelltext rausspuckt. Hier haben wir zum Beispiel ein PE-Executable und der druckt seinen eigenen Quelltext aus. Ich benutze aber keine Linker, sondern ich erzeuge das alles mit allen Headern und allem selbst. Die meisten Quines sind nicht sehr sexy, denn man kann einfach einen Compiler und Linker benutzen. Aber es gibt Quine Relays, das heißt, wir haben also ein ELF-Binary, das die Quelle von einem PE-Binary erzeugt. Und wenn man das PE-Binary ausführt, dann bekommt man die Quellen von der ELF-Datei wieder zurück. Aber da ist ein Japaner, der das nicht nur mit 2, sondern mit 15 Sprachen gemacht hat. Hier sind noch ein paar andere Proof of Concepts. Man kann immer das auf der linken Seite in das auf der rechten Seite verschlüsseln. Dann kann man natürlich auch ein bisschen was kombinieren. Hier haben wir also einen Polyglot mit einer Hash-Kollision und es ist gleichzeitig schizophren. Also es ist eigentlich alles möglich, was man sich so vorstellen kann. Und das ist eine künstlerische Sache. Und das soll es für heute mal gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.